Ja, hi Leute, ich grüße euch an diesem Freitag, so kurz vorm Wochenende. Ich habe auch nur ein Thema heute dabei, ein zugegebenermaßen breites Thema, wo man sicherlich stundenlang drüber diskutieren kann. Ich will versuchen, mich hier kurz zu halten und das Ganze mal on point zu bringen. Es geht um die Altersvorsorge, um Ansparen, um möglichst viel Rendite und Zinsen zu bekommen. Ich denke mal, das beabsichtigt jeder von uns und ich glaube, dass das auch ein Thema ist für nahezu 95% der Gesellschaft. Jeder muss irgendwie zusehen, dass er ein bisschen was zur Seite legt, in welcher Form auch immer, ob man das in eine private Altersvorsorge macht, in eine betriebliche, in einer gemischten, wo der Staat noch irgendwo Zulagen beipackt. Ich rede jetzt zum Beispiel von einer Riester oder einer Basisrente. Völlig egal. Ziel ist es immer, so viel wie möglich hinten heraus entweder als Rente zu bekommen oder als Einmalkapital. Und da ist es natürlich wichtig, wie investiert man und was bekommt man idealerweise für Zinsen. Jetzt muss man wissen, der Deutsche ist sehr, sehr sicherheitsorientiert und hätte am liebsten eine sogenannte Garantie, dass man direkt von Anfang an ein Versprechen hat, dass man zum Beispiel nach 35 Jahren Ansparzeit zum Endalter 67 auf jeden Fall seine 2-3% garantiert hat, idealerweise noch ein Stück obendrauf an Rendite. Aber leider funktioniert das so in der Form aktuell nicht mehr. Wenn man sich heute solche Produkte raussucht, wo eine feste Garantie hintersteckt, dann haben wir aktuell 0,9%. Das ist bei allen Versicherern gleich. Die spielen alle auf dem gleichen Klavier. Und die Gesamtrente, die kann schon mal schwanken. Da ist der eine vielleicht bei 2,0%, der andere vielleicht bei 2,3% oder der andere nur bei 1,7%. Aber im Endeffekt alle 0,9% fester Garantiezins. Ich persönlich, wenn ihr meine eigene Meinung hören wollt, halte generell überhaupt nichts von solchen Garantieprodukten. Einfach weil 0,9%, ja, was ist denn das? Das ist zwar eine Ecke mehr als auf dem Sparbuch, aber wenn ich heute mein Geld doch langfristig anlege, über einen Zeitraum von mindestens 20, 25, 30 Jahre, dann bringt mir eine Garantie von 0,9% überhaupt nichts. Vor allem muss man wissen, wenn ich also eine Garantie habe, dann hat die Gesellschaft, die Versicherung, umso weniger Möglichkeiten, hinten heraus noch eine gute Gesamtverzinsung zu bekommen. Die ist einfach teuer. Die stoppt einfach die Renditemöglichkeiten. Und selbst wenn man dann irgendwo bei 2 oder 3% in der Summe liegen sollte, ist das doch über einen Zeitraum von 20, 25 Jahren nicht wirklich gut. Und jetzt diskutiert man, die Versicherungsaufsicht rät den Versicherern, selbst diese Garantie von 0,9% bald noch runterzuschrauben. Da heißt es wirklich, dass dieser Zins so langfristig aufgrund des Niedrigzinsumfeldes nicht mehr gehalten werden kann. Man sieht das auch heute. Es gibt einige Papiere, einige Renditeprodukte noch aus den Ende 90ern, die haben noch eine Grundverzinsung von 4%, die niemals kündigen, definitiv. Die laufen teilweise auch noch, bis sie zur Auszahlung kommen. Und da haben einige Gesellschaften wirklich Probleme, diese 4% aktuell zu erwirtschaften, weil es ist ja ein Kundenversprechen und die müssen irgendwann ausgeschüttet werden. So, auf jeden Fall spätestens 2022, eigentlich sollte das schon ein bisschen eher kommen, aber Corona-bedingt wurde auch das nach hinten geschoben, überlegt man wirklich maximal 0,5% an Garantieverzinsung zu geben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dann könnte es wirklich auch ganz sein lassen. Also ist meine ehrliche Meinung, das bringt dann überhaupt nichts. Die Allianz, man kann den Namen ruhig in den Mund nehmen, hat sich generell auch schon von diesem Modell größtenteils verabschiedet. Die sagen einfach, okay, es gibt gar keine Beitragsgarantie mehr in der Form. Und es ist nun mal so, wir haben auf der einen Seite wirklich gute, günstige Zinsen, um zu bauen, auf der anderen Seite bekommen wir aber nicht wirklich viel Rendite auf solche klassischen Produkte. Man muss dazu sagen, es gibt auch andere Wege, nur in diesem Modell mit einer Grundverzinsung, einer Garantieverzinsung von 0,9 oder 0,5, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich mich überhaupt nicht wieder. Ja, was kann jetzt die Lösung sein? Weil eins ist ja klar,
Wir müssen ja alle irgendwo Altersvorsorge betreiben und nicht jeder hat die Möglichkeit, alles in Immobilien zu investieren oder andere Sachen sich rauszusuchen. Deswegen ist dieser Kapitalaufbau immer noch sehr, sehr gut geeignet für die breite Masse. Ich sag mal so, es gibt meines Erachtens zwei Möglichkeiten. Entweder spricht man mal über völlig andere Garantien, also Garantien, die zum Beispiel nicht heute mit in den Vertrag reingeschrieben werden, sondern über sogenannte endfällige Garantien. Solche Modelle gibt es auch. Das sind meist so britische Versicherer, wo das lange Zeit schon gut geht und ein bewährtes System ist. Da hat der Versicherer einfach einen längeren Zeitraum. Er muss nicht von Anfang an diese Garantien zur Verfügung stellen, sondern er weiß, okay, der Sparer, der investiert mindestens 12 Jahre, idealerweise vielleicht sogar 20, 25, 30. Und zum Ablauf hat er mindestens eine Rendite von aktuell 1%. Solche Sachen gibt es. Das ist dann für denjenigen ganz gut, der sagt, okay, ich brauche das für meinen Kopf, ich brauche dieses Versprechen. Vorteil an dieser Variante ist aber, dass man trotzdem durch den langen Zeitraum hat, Möglichkeiten sich zu entfalten und das Geld ein Stück weit anders anzulegen. Und dann kommt auch sicherlich eine Ecke mehr als 1% bei rum. Da ist es durchaus realistisch, 5-6% Rendite pro Jahr zu erwirtschaften. Solche Modelle finde ich besser und da sollte man sich einfach auch auf dem deutschen Markt weiter für öffnen. Ich sage mal alles unter der Voraussetzung, wenn ich also eine Garantie brauche. Ich persönlich gehe sogar noch ein Stück weiter und sage, wer braucht heutzutage noch eine Garantie? Es stockt einfach die Rendite. Und wenn man sich die Aktienmärkte mal über die Jahre angesehen hat, wenn ich einen langen Anlagezeitraum habe, mindestens 20 Jahre, dann brauche ich keine Garantie. Dann bin ich immer irgendwo in der Rückschau betrachtet im Plus gewesen. Klar, wenn wir jetzt reden über 5 Jahre, brauche ich sowas in der Versicherung nicht rein zu investieren. Da ist es ganz ehrlich gesagt das falsche Produkt. Aber nicht bei einem langen Zeitraum. Entschuldigung, Garantien stoppen da einfach nur die Renditen. Und das muss man einfach verstehen. Das wird viel zu wenig auch irgendwo ja, in die Bevölkerung getragen, auch seitens Verbraucherschutz, viel zu vorsichtig. Und in anderen Ländern funktioniert das viel, viel besser. Da sind die Leute viel offener als wir konservativen Deutschen und da ist der Aktienanteil viel, viel höher. Und da müssen wir auch hin. Da sind wir ein bisschen zu verstaubt. Deswegen, meine Richtung ist immer, wenn man Altersvorsorge betreibt und hat einen langen Anlagehorizont, keine Angst vor Aktien, eine gesunde Beimischung. Je nachdem, was man da für ein Risikotyp ist, ist absolut empfehlenswert. Und dann klappt das auch mit der Altersvorsorge, weil das muss ja das Ziel sein, später wirklich noch eine Zusatzrente zu bekommen. Da kommt man gar nicht drum herum. Und deswegen ein kurzer Ausflug in diese Materie. Also, es ist nicht alles schwarz, was hier gerade gemalt wird. Es gibt meines Erachtens Lösungen. Man muss sich einfach nur so ein bisschen öffnen und dann funktioniert das Ganze auch. So, Ende der Durchsage. Das Video ist soweit vorbei. Das Wochenende steht vor der Tür. Ich wünsche euch ein super Wochenende und dann sehen wir und hören wir uns bald wieder beim nächsten Video. Thema ist noch unbekannt. Ich suche mir was raus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.